So, Mahlzeit Männer. Heute haben wir mal eine interessante Frage. Und zwar gehen wir mal der Frage auf den Grund, was ist überhaupt natural möglich im Bankdrücken? Das habt ihr euch sicherlich alle schon mal gefragt. Ihr könnt ja mal an dieser Stelle Stopp machen und einfach mal unten drunter schreiben, was ihr denkt, was geht denn so natural? Und zwar hängt das natürlich von vielen Faktoren ab. Man kann jetzt nicht verallgemeinern, das und das Gewicht ist natural nicht möglich, weil es kommt dann immer auf den Athleten an, auf sein Körpergewicht, auf das Verhältnis Körpergröße zu Körpergewicht, dann natürlich auf seinen Arbeitsweg, auf seine Technik. Aber um es mal vorwegzunehmen, es gibt also, wenn man sich mal so durch die besten Listen durchguckt, und auch, wie sag mal jetzt, in den Verbänden, wo natural dieser Sport betrieben wird, also ich spreche jetzt von BVDK, IPF, nehmen wir auch hier WDFPF zum Beispiel, also überall da, wo halt regelmäßig Dopingkontrollen durchgeführt werden. Auch Out-of-Competition-Tests, das heißt also Doping-Test innerhalb des Trainings. Da gibt es so eine kleine, ich sag mal, so eine kleine Faustformel, kann man schon fast sagen. Also mal angenommen, ihr drückt wirklich normal. So, was meine ich mit normal? Ja, mit normal meine ich, ihr liegt auf der Bank, habt eine stabile Position, eine kleine wohlgeformte Brücke, halt, dass ihr relativ stabil drückt und dass ihr noch einen erkennbaren Arbeitsweg habt, weil diese Regel gilt natürlich nicht für erstens für gestoffte Leute, ist klar, und zweitens für irgendwelche Zirkusakrobaten, die sich natürlich tierisch auf so eine Bank schlängeln können, wo du fast schon, unten drunter her spazieren kannst. Ich meine, die drücken alle regelkonform, also die liegen mit dem Hintern, also mit dem Gesäß auf der Bank und mit den Schultern, aber es ist für mich, ist es und bleibt es ein Zirkuskunststück. Und das sieht man oft häufig bei der IPF. Jetzt so, wenn ich jetzt BVDK gucke, da hast du vielleicht vereinzelt mal einen Kandidaten, der sowas kann. Aber wenn du wirklich mal die Rekorde von der IPF siehst, wenn dann welche mit 75 Kilo oder mit 83 Kilo, wenn die dann weit über 200 Kilo drücken, denkt man im ersten Moment so, boah, das ist ja schon eine gigantische Leistung. Aber wenn man dann mal auf YouTube den Versuch sieht, wie das denn überhaupt zustande kommt oder wie derjenige überhaupt drückt, dann ist die Luft raus. Dann hat man vorher gedacht, das ist voll das Vieh. Aber ein bemerkenswerter Arbeitsweg ist da nicht zu erkennen. Das sind dann meist wirklich nur 10, vielleicht maximal 15 cm. Die nutzen natürlich auch noch die komplette Breite der Stange aus. Es ist nicht besonders ansehnlich, aber leider ist es halt, es ist erlaubt. Wenn ich sowas sehe, drücke ich mit Absicht noch enger, weil ich mag sowas nicht. Also für mich muss derjenige auf der Bank liegen und drücken. Dass man da stabil liegt und dass da eine erkennbare Brücke ist, okay, aber das muss alles im Rahmen bleiben. Das muss erkennbares Bankdrücken sein, weil man will ja schließlich auch ein bisschen die Kraft messen und nicht nur, wer die beste Brücke bauen kann und den Rest nur noch aus dem Lockout machen kann. So, wir sind vom Thema abgekommen. Ich wollte natürlich erklären, was ist überhaupt natural möglich. Und wie gesagt, ich habe mir vieles angeguckt, ich habe viel studiert und
mich auch mit sämtlichen Leuten darüber unterhalten. Und es gibt wirklich eine Faustformel, und die besagt Körpergewicht plus 100 Kilo. Das ist so ein Wert, wo ihr sagen könnt, das ist auf jeden Fall natural möglich. Und es gibt sogar vereinzelt Fälle, die schaffen dann viel mehr. So, wie komme ich darauf? Aber guckt euch das doch mal an. Also ich zum Beispiel, ich habe in meinen besten Zeiten habe ich geschafft. Da habe ich zwischen 90 und 100 Kilo plus Körpergewicht. Also ich war schon nah dran an dem, was überhaupt machbar ist. Oder nimm mal zum Beispiel mal Spitzenathleten wie, ich weiß nicht, wie haben wir denn da? Hier Deutschlands Stärksten, hier Kevin Koch zum Beispiel. 160 Kilo Koloss, drückt 260, locker. Wobei ich denke, dass er die 260 wahrscheinlich auch mit 130 Kilo gedrückt hätte. Oder mit 140. Aber, alles Spekulation. Wie gesagt, es gibt vereinzelte Fälle, also vereinzelte Personen, die schaffen dann 110, 120, von mir aus auch, keine Ahnung was. Aber alles, was da drüber ist, ist dann meistens so entweder eine Technikgeschichte oder wirklich eine nachgeholfene Geschichte. Merkt euch das, Plus 100 Kilo aufs Körpergewicht drauf, absolut im Rahmen, ist viel. Also ihr müsst bedenken, 100 Kilo Athlet kann 200 Kilo drücken, natural, ist kein Ding. Ich kenne sogar welche, die drücken mit 100 Kilo, drücken die, oder mit fast 100 Kilo, sogar noch darunter, drücken die über 200 Kilo. Das gibt es auch. Und dann nachweislich natural, weil sämtliche Dopingtests, out of competition, da hast du nicht gesehen. Das ist dann natural, Jungs. Das müsst ihr euch vorstellen. Oder das müsst ihr so bedenken. Aber wenn ihr irgendwo, irgendwann was liest, von wegen 73 Kilo Mann mit 230 Kilo, da müsst ihr mal, also entweder ist da eine riesige Techniksache im Spiel, also sprich eine übermäßige Brücke oder keine Ahnung, verkürzte Gliedmaßen von mir aus, dass er relativ kurze Arme hat oder irgendwas stimmt da immer. Irgendwas ist da immer im Busch. Ihr müsst auch bedenken, beim Bankdrücken, wenn ihr ganz unten seid, auf der Brust, weißt du, und der Winkel des Arms ist so und dann kommt er wieder im Lockout. So, jetzt ist mal gerade das Handy fliegen gegangen. Und er kommt dann wieder in den Lockout. Klar, das ist ein Vorteil. Ihr müsst bei mir zum Beispiel, wenn ich unten bin, dann ist der Arm so. Da ist ein anderer Winkel im Spiel. Das ist schon was ganz anderes. Das hängt. Ja, das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Also genug spekuliert, genug philosophiert. Ihr wisst auf jeden Fall, was natural möglich ist. Und das nur an dem Gewicht jetzt festzumachen, von wegen 210 geht nicht oder 200 von mir aus geht nicht, das ist völliger Quatsch. Es ist immer die Sache, wer drückt das? Wie sieht derjenige aus? Was hat er für körperliche Voraussetzungen? Und wie ist der unterwegs? Ist der natural unterwegs oder ist der vielleicht mit einer mit gesegneten Gliedmaßen unterwegs oder von mir aus auch mit einer irren Zirkusakrobatik? Aber mit reiner Kraft, da ist um die 100 Kilo, das kommt schon hin, glaub mir. Also Jungs, hätten wir das Thema geklärt. Ihr könnt ja mal, wenn ihr anderer Meinung seid, klar, schreibt mal drunter. Und ich bin natürlich für alles offen, aber wie gesagt, hat schon irgendwo Hand und Fuß. Also, bis dann, Jungs.